Ich spiele das hier noch relativ leicht. Die sterben drunter. Oh Gott. Alter. Hundert Tote später. Mittlerweile, wo ich weiß, wo die Sachen liegen. Panzerung ist sehr wichtig. Weiß doch halbwegs, wann die kommen. Das Nachladen ist tödlich. Ich bräuchte was zum besseren Nachheilen. Nachladen. Alter. Von wo? Von Big Daddy. Alter. Die Großen müssen wir als erstes finden und ausschalten. Das wäre das Ding. Kriegen wir mit den Dings hin. Seekraftwerk. Ach scheiße, die Bombe. Nicht gesehen, ach scheiße, das auch nicht. Nachladen ist relativ tödlich. Auch Heilung dringend. Bitte alle auf einmal. Danke. Kommt der nächste. Oha, scheiße, die Granate. Die scheiß Granate. Von wo aus werde ich beschossen? Von überall. Heilige Scheiße, heilige Scheiße, heilige Scheiße. Dieses Level. Still und heimlich ausschalten können wir die nicht. Dadurch schleichen. Das ist jetzt zu spät. Mm.
meine Fresse. Scheiße, der große Motherfucker kommt. Alter Schwede, was kann man gegen die machen? Versuche erstmal hier. Weiß auch nicht, wo der ist. Wo ist denn der Große? Locken wir den erst später raus, oder? Was machen wir mit dem? Er kommt her. Ich hab davon leider nur... Ach du Scheiße. Bei dem Versuch war's wert. Irgendwo mehr von dem. Sneaky geht das hier gar nicht, oder? Gut, Let's Play vorbei. Das schaffen wir hier nicht. Wir können den Schwierigkeitsmodus noch ändern, aber wollen wir das? So, vielleicht ändern. Die dreckige Drohne. Müssen ausschalten. Ja, hier steht recht von gut. Es müsste gleich die Russ kommen. Oh nein, ich bin doch blöd. Ich kann nicht zurück. Ah. Keine Heilung hier. Die Drohne ist auch noch da. So gut wie tot. Mehrere Drohnen. Heilige Scheiße. Aber wir hätten es, glaube ich, dann geschafft nach den Drohnen. Ganz wichtig. Ich bleib erstmal hier. Wo ist die Drohne? Da ist die Drohne. Holy shit. Holy shit. Was mache ich denn?
Die Drohne ist weg. Ein bisschen Heilung hier. Warum ist die Drohne noch da? Das ist der Große, oder? Das hat mich jetzt schon wieder getötet. Diese Motherfucker. So, die sind Deutsche, diese Motherfucker. Weg. Ich habe echt guten Überblick. Die Messe kommt von da. Heilung, Heilung. Der Big Boy bringt mich um. Alter, was können wir gegen den machen? Okay, ich probiere es noch einmal hier aus. Und dann mache ich hier eine kleine Entscheidung. Vielleicht gerade mal hier rein. Das ist nur eine schlechte Taktik hier. Ausrechnet jetzt die Munition alle. Okay, ich habe eine Idee. Einfach nur für dieses Level. Schätze danach wieder um. Echt so okay gerade. Warum hat das mich noch erwischt? Oh, der Große, der Große, der Große, der Große, der Große, der Große. Bin ich in Sicherheit. Jetzt. Ich habe nur zwei.
Ach, der Groß ist noch da, na toll. Na toll, hier stehe ich gut. Ist der große Clown dauernd zugekriegen. Schon mal sind wir jetzt allein gegen ihn. Woo! Alles klar, Baby, ja. Okay, das war tatsächlich leicht. Na toll, jetzt krieg ich die Waffe hier. Ach, die Waffe. Okay, das war gerade tatsächlich ein bisschen gecheatet, aber was soll's. Einfach keinen Bock mehr. Ich wechsle es ja schon wieder. Zum nächsten schlechteren Schwierigkeitsgrad. Zum Lesen halten. Nee, sorry. Los doch, das haben Sie schon mal geschafft. Springen Sie einfach, Mann. Oh nein, jetzt noch ein Sprungding. Caroline. Was verkacken, musst du nochmal springen. Noch ein Engel. Ich nehme noch ein bisschen Munition mit. Ich kann für spätere Situationen abbauen. Cap, los doch, das haben Sie schon mal geschafft. Ich springen Sie schon. Einfach, Mann. Wenn ich raus aus dem Level. Na, wer ist ein kleines Zeter? Du bist ein kleines Zeter, Abby. Ja, du. Du kleiner Grauer. Du kleiner Grauer. Wir müssen es schaffen, Grace. Den Amerikanern den Kampfgeist zurückgeben. Eine Revolution entfachen. Scheiße. Wir kämpfen jeden verfluchten Tag, Blaskowitsch. Aber die Weißen hier? Die haben doch aufgegeben. Ich glaube, die haben auf Kämpfen gar keine Lust mehr. Nein, die tun alles, was der scheiß Kanzler ihnen sagt. So ein Schwachsinn. Sie wollen das Regime bekämpfen wie wir. Sie brauchen nur jemanden, der ihnen zeigt, wie. Wissen Sie, wer jetzt im Süden das Sagen hat? Der Ku Klux Klan. Verdammt, habe ich recht? Genau. Und was werden sie tun? Wollen sie mit denen Händchen halten, Brücken schlagen und sie überreden, sich uns anzuschließen? Machen sie doch auf, Blaskowitsch. Ach, vergessen sie die Überläufer. Die breite Masse ist wichtig. Hören sie, ich bin ausgepowert. Ich mach's nicht mehr lang. Ich kann nicht mal mehr alleine stehen. Könnte schlimmer sein. Vielleicht haben sie recht. Vielleicht haben sich alle wenig sagen, aber die Nerven müssen. Das Regime ist vielleicht immer noch an der Macht, wenn ich verrecke. Schwester Grace hat immer recht, Bruder. Musste ich auch erst lernen. Ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich. Die Weißen. Ja gut, er hat schon irgendwie recht. Sie feiert, spielt mit dem Feuer. Und ich gieße noch Öl hinein. Die Leute müssen lernen, das nicht mehr mitzumachen. Zumindest was den Clan angeht, tun. Und wenigstens das werde ich tun, bevor ich gehe. Sehen Sie, genau das meine ich, Blaskowitsch. Sie wollen dem Regime Angst machen? Es an der empfindlichsten Stelle treffen? Sie wollen ein verdammtes Chaos anrichten? Tja, dann sind Sie an der richtigen Adresse. Wenn Sie immer noch mit allen Mitteln gegen das Regime kämpfen können, dann was wohl? Dann wird mein Plan die Nation erbeben lassen. Oh, Scheiße! Muss ich jetzt etwa zurück nach Roswell? Ja, so sieht's aus. Was hältst du davon, du Dummerchen? Ich glaube, jetzt habe ich dich, mein Großer. Max Haas? Ich weiß nicht, Mixchen. Sieh an, hier werden also die Entscheidungen getroffen. Wir brauchen einen Platz zum Schlafen. Dieser Raum ist leer. Super Special!
Hey Weißbrot, ich brauche ein neues Zuhause für meine Leute. Strom, Zugang zum Funkraum und Klo. Alles klar? Ja, Ma'am. Klar doch. Was gibt's, Boss? Hier ziehen wir ein. Alles klar, Schwester. Ungefragt einfach mal eben. Also hört zu, Leute. Das Weißbrot zeigt euch, wo ihr das Zeug aufbauen könnt. Danach sucht ihr euch einen Platz zum Pennen. Lernt die Bootsleute kennen. Und hey, ihr benehmt euch, klar? Hier lang. Geht doch für dich. Haben Sie Atomwaffen an Bord? Haben wir. Es gibt einige Atomsprengköpfe unten in Sektion F. Wir müssen uns einen davon besorgen. Der Eingang zur Sektion F wurde versiegelt. Er ist überflutet seit den Angriffen. Laskovic, können Sie schwimmen? Ja. Oh, Baby, nicht schlecht. Als ob die jetzt einfach hier, als ob die Grace jetzt hier einfach bei Karo hineinzieht. Hey, zu fassen. Ja. Ja, diese Toilette kann alle möglichen Exkremente entsorgen. Fäkalien, Urin, Erbrochenes. Hast du Aschpapier? Wenn Sie Toilettenpapier meinen, ja. Ja, wir müssen uns natürlich etwas einschränken, aber ja, oh. Es gibt auch was zum Abwaschen. Gott, oh mein Gott! Jesus, okay. Maria und Josef! Eine Gott herunterspülende Toilette! Dass ich das noch erleben darf! Das Gespräch ist scheiße. Okay, okay! Ich werde kurz hier drin bleiben. Viel Erfolg! Wie sieht es mit dem Atomsprengkopf aus? Wir brauchen den. Anja sagte, es gäbe eine Sektion F. Wie wär's hiermit? Max Hals? Nein, nein, nein. Die spielen Schach miteinander. Ich lass es gerne mal spielen. Kennt ihn das der? Captain. Nicht mal die Band ist da. Könnt ihr in der Band? Könnt ihr mitnehmen? Dann könnten wir jetzt nochmal spielen, machen wir nicht. Haben wir schon genug. Kriege ich noch einen? Muss schlechte Erinnerungen ertränken. Wer hat das gesagt? Ich? Oh, tut mir leid. Ich war im Gespräch. Noch ein? Wunderschön. Konzept aus. Mein Freund aus Warschau hat Mathematik in New York studiert. Okay. Ein Tagebuch. Ja, ich habe hier, hier liegt so viel rum zum Lesen. Ne, das werden wir auch nicht. General Engels E-Post. Ja. Können wir einsammeln und irgendwann später vielleicht lesen. Gott, hier liegt wirklich viel rum. Was haben wir hier? Kampfsimulation, Freiheitschroniken. Okay. Sieht nach dem DLC aus. Wow. Die Gesamtnotizen der Regime-Leute liegen hier rum. So ziemlich. Wir sollen wieder tauchen gehen.
Okay. Hübsches Artwork. Konzept Art. Da ist der Hangar. Hast du das neue Trainingshaus in der Schießanlage gesehen? Meine Zeit war echt scheiße. Schwein füttern. Die ist jetzt ein Schwein. Okay, mein Bart ist nicht da. William. Also selbst bleib stark, alter Mann. Geh auf Abstand. Ich spüre deine Nähe. Das, was sie braucht, kannst du ihr nicht geben. Das ist doch Bullshit. Abstand zu ihnen zu gehen. Das ist doch falsch. Musik. Selbstlabor. Shooting Range. Hey, saludos. Voller deaktivieren. Hier ist eine Karte. Okay, hier muss man rüber. Durch. Hier ist eine Sackgasse. Drüben geht's weiter. Steckel fest. Ich sollte zurück zum versteckten Eingang in der Umkleide. Ja, gleich. Grace braucht einen Atomsprengkopf aus Sektion F. Hoch hier. Ein 15. Das geht noch besser. Nachladen immer. Schießübungen mit uns zum Liebe später brauchen. Sehr schön. Jetzt haben wir doch unsere Munition alle gekickt. Limit erreicht. Ich habe keine Munition mehr, das ist ja sehr geil. Falls wir jetzt irgendwie auf Gegner treffen. Hallo. Hola, Capitán. Da haben wir jetzt wieder ein paar Schuss.
Alles gut. So, wo ging es jetzt nochmal zur Sektion F?